Jawohl. Ach, Mann! Echt? Ja! Echt? Ich werde als nächstes Türkan vorgeschlagen. Ach, Mann! Mist! Namenbewerter. Mano. Namenbewerter Türkan. Und wenn das auch gesperrt gewesen wäre, achso, ich sollte mal zurück. Ja, genau. Also bringt uns zwar nichts, aber ich möchte echt mal sehen, was die als Ausrede benutzen. Hauholi Stadtrand. Oh Mann, warum habe ich das schon eingegeben? Türkan wäre so toll gewesen. Oh. Tauros! Bitte, bitte beruhige dich wieder, Tauros. Du tust noch jemandem weh. Wow. Moment, das ist die Ausrede. Wow, klasse. Perfekt. Mein gewalttätiges Pokémon mit einer Breite von 1 Meter einen 6 Meter breiten Pfad blockiert. Jawohl. Aber ist auch cool. Die einzige Möglichkeit, den Spieler in Grenzen zu halten, ist mit Gewalt zu drohen. Finde ich bezeichnend. Danke, Game Freak, habe ich verstanden. Oh. So, wir probieren jetzt mal mit dem Step. Step-Bonus hier. So. Backstabber. Reicht. Ja, ein Kratzer hinterher und fangen. Ja, brauche ich nicht mal einen Kratzer. Ich weiß auch gar nicht, ob das klappen würde. Ich mach mal lieber. Ach so. Ja, genau. Ja, warte, wir können dem erklären. Genau. Also, Kampf, Pokémon, Beutel, Flucht ist gleich. Mhm. Ne, da kannst du, also erstmal da, ne? Da siehst du deinen Gegner, dich selbst, kannst bei dir Plus drücken, denn du hast gerade eine Statusveränderung. Achso, ich habe eine. Ja. Und zwar Großbrand. Ach ne, ist deine Fähigkeit. Verteidigung ist eine Stufe runter. Erhöht die Stärke Großbrand von Feuerattacken, wenn die KP auf einem gewissen Wert fallen. Ach so. Ja, das ist deine Fähigkeit. Und du hast einen Verteidigungs-Debuff bekommen von seiner Attacke. Stimmt. Dann. Klick mal auf guck mal auf Mangunior. Was zeigt der da an? Fluchtwert, bla bla bla. Noch nichts, genau. Aber denn wir haben noch nicht, leider nicht, ja. Genau, wir haben noch nicht gegen Mangunior gekämpft, sonst hätten wir über den auch Infos. Mhm. Und wenn der Buffs oder Debuffs hätte, würden wir es da auch sehen. Mach mal Kampf. Wie das aussieht. Ach, oder okay. Pokémon. Das Kampf. So, hier können wir natürlich über auch die I. Genau. Können wir natürlich sehen, was macht die Attacke. Das ist auch ganz nett. Wir und wenn man schon auch mal gegen Mangunior gekämpft hätte, dann würden wir sehen, was effektiv ist und was nicht effektiv ist. Richtig. Also anfängerfreundlich und auch für alteingesessene Fans super übersichtlich. Genau, und jetzt machen wir einfach mal die Y-Taste, wie du gesagt hast. Genau, und kommen dann zum zuletzt eingesetzten Ball. Mhm. Wiggle, wiggle, wiggle. Ba, 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 ba. Wiggle, 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 okay. Wiggle. Klasse! Mangunior wurde gefangen! Okay, mal gucken, ob das irgendwie. Wie ich es nennen kann. Ich muss jetzt überlegen, ob das. So, wir haben übrigens auch ein Level geschafft wieder. Ja, hey, Junge. So. War doch schon gefolgt. Mangunior, registriert! Stimmt, ich wollte es ja Herr Junge nennen. Ah, jetzt kann ich es gar nicht Präsident Trump nennen. Ah. Na, könnte die Futtersuche treibt es unaufhörlich umher. Doch sobald die Sonne untergeht, wird es von Müdigkeit überfallen und schläft sofort ein. Ja, okay, nee, dann nenne ich es Herr Junge. Stimmt, stimmt. Gut, dass du mich dran erinnert hast. Hey Junge, hey Junge. Ich liebe dieses Lied. Red White, jagt euch mit dem BMW. Das war unsere beste Idee. Ja. Hey, komm mal, Junge. Beziehungsweise Böhmermann haben wir zu dem. Der fliegt gerade auf seinem Perser zu. Ach, passt sogar. Schön. Jesus, Jesus. Hey, Junge. Ey, vor allem, es ist ein Männchen. Ja. Ja. Hey, Junge wurde in dein Team aufgenommen. Hey, Junge entwickelt sich. Pubertät. Oh nein, es. Das habe ich auch schon mal. Aber die Dämmerung ist auch wunderschön. Müsste jetzt die Morgendämmerung sein. Wir haben ja nachts angefangen, ne? Ja. Ja, und wir haben noch irgendwie eine Stunde Unterschied. Ich habe noch nicht meine Uhr umgestellt. So, das heißt, jetzt. Wir sind irgendwie. Dann müssten wir 13 Stunden zurück sein. Ich fürchte ausnahmsweise mal, weil ich mir denke, ich krieg sowieso genug Erfahrung und ich schaffe das. Ja, bla bla, das ist ein Mangunior. Ja. Du findest das Item krank. Trunk, voll korrekt, Junge. Trunk. Trunk. Du findest das Item Trunks. Es zerschneidet einen Freezer. Ah, die Animation finde ich ja, so. Ja, wenn man da in die Nähe kommt. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen.
Das hat er, glaube ich, in der Demo auch gesagt. Ja. Wenn sich die Blicke von zwei Elektroball treffen. Ging schon beide blitzt Fetzen. Es. Knirps Max setzt Radfratz ein. Ah. Ein Bart. Es ist ein Mexikaner, hast du gesehen. Es ist ein Bartfratz. Bartfratz. Oh, wenn es sich entwickelt, wird der Bartwuchs radikal. Bam, das hat voll reingehauen. Radfratz brennt. Die Verbrennung schadet Radfratz. Ja gut, wollen wir mal unsere Glut sparen? Das wird schon passen. Die Luft in der Arena fritzelt vor Spannung. Flammiau setzt Katze ein. Es wurde besiegt. Das ist gut. Oh, oder hier, was gibt's denn da noch für Sprüche aus Pokémon Stadium und so? Oh. Battle Revolution war es gerade. Ach, Battle Revolution. Siehst du, also in Stadium 1 und 2 kenne ich auch noch einige. Ich habe den Sprecher so geliebt, ne? Ja. Das war das Beste am Spiel. Vor allem der deutsche Sprecher, ja. Ich fand den vom ersten Pokémon Stadium eigentlich ganz cool und dann beim zweiten war es ein anderer. Muss ich mal reinhören. Hm. Ich habe verloren, aber der Kampf war trotzdem total aufregend. Hildegard gewinnt 60 Pokédollar, ist ja nix. Kriegt man nicht mal einen Pokéball für. Würste mir mein Fell. Hier, kannst du haben. Los, los, los. Hä? Geht doch. Hartnäckig. Ja. Was man nicht alles tut, damit die Pokémon einen lieben. Jetzt geht's schneller. Hm, gut. Wenn man langsamer macht, dann geht's besser. So, reicht schon. Ja, hilft am Ende. Also bei XY hat man's ja schon sehen können. Mhm. So, hier hinten ist nix. Okay. Zack, 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 weiter. Oh, hier. Die Göre. Jawohl. Warte. Ich finde... Backstab. Nee. Backstab, meinst du? Geht leider nicht, aber. Oh, genau wie in der Demo, die dreht sich nicht um. Ja. Das fand ich so ärgerlich. Ich verstehe mich so gut mit meinen Schwestern, das musst du gesehen haben. Blöde Göre. Ein spannender Kampf in der großen Arena. Göre Yui. Gegen Hildegard. Oh. Raupi wird in den Kampf geschickt. Flammiau betritt die Arena. Glut und dann so. Aus Pokémon Stadium sagt er dann so: Oh nein, mit einem Schlag besiegt! Oder verbrannt von Glut. Okay, dann halt nicht. Jo. Aber da merkt man wieder die Lokalisation von den Spielen. Das ist viel näher an der Sprache dran, die wir Jugendlichen heute sprechen. Also teilweise, wenn man sich auch mal die Texte Wort für Wort anguckt, wie die im Englischen sind, das ist echt, das ist nicht nur übersetzt, sondern tatsächlich lokalisiert. Oh. Das finde ich sehr schön diesmal. Krass. So, was haben wir hier? Route 1 in vielerlei Hinsicht die Nummer 1. Ha, ha, ha. Ach, guck mal, da vorne ist gesperrt. Ist da hinten etwa nicht eine Prüfung? Mit Gewalt. So sind eigentlich immer nur Prüfungsstätten abgesperrt. Oh. Tipps für Trainer. Pokémon erhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Ja. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Donald Trump. Ich heiße nicht Rick. Oh, ein Kindergartenkind. Hm. Hey, kämpf mit mir. Okay. Wie alt bist du denn? Hm, 10. Vorschüler Frank fordert dich heraus. Vorschüler Frank. Mangunior wird von Frank in den Kampf geschickt. Ach, das kann nix. Los, Flammiau. Kolosseum Route 1. Abendrot. Was? Kollektionskampf. Kampf 1. Verbrannt von Glut. Bam, das hat voll reingehauen. Oh. Das war zu viel. Es ist besiegt. Oh. Ein spannender Sieg für die rote Seite. Na gut, dann. Ja, sollte langsam mal wieder Bild kommen. Ach, ich wollte mal was gucken. Okay, 3D funktioniert in der Overworld schon mal nicht. Nee, 3D gibt's nur bei wenigen Zwischensequenzen. Das ist als 2D-Spieler angesetzt.
Ja, das weiß ich ja, aber ich wollte mal schauen, ob es da wo genau und wie. Nicht mal in dem Kampf, das ist ja auch sowas. Safcon. Safcon, Soll ich es fangen? Das ist ja nicht mal ein Raupi, das ich hoch. Nee, also das finde ich für unser Team nicht interessant. Nee, ist es auch nicht, aber ich meine, ich will ja eigentlich schon Pokémon-Meister werden mit einem vollen Pokédex. Was sowieso nichts wird bei so vielen Pokémon, wie es schon Da hinten gibt. war noch ein Item hinter der Wiese. Wo? Ja, jetzt wird das wahrscheinlich gerade. Ja. Ey, yo, babada hey, babada hey, babada ey. Ich liebe diese Musik von dem Intro. Wow. Willkommen zu dem Fest, zu unserem Fest. In Alola gibt es vier Inseln, die jeweils von einem Schutzpatron behütet werden. Die Schutzpatrone stehen uns immer zur Seite. Und das heutige Fest soll dazu dienen, ihnen unseren Dank dafür auszusprechen. Um ehrlich zu sein, findet unser Fest eher in einer kleinen Runde statt. Aber alle aus dem Dorf kommen zusammen, um ausgelassen zu feiern. Na denn. Gehe ich wieder zurück. Du hast gesagt, das ist ein Los, Bär. Item. Ja. Da hinten, oh. Na gut. Außerdem gibt es auf dieser Route noch zwei Pokémon, die wir nicht kennen. Oh. Mangunior gehört nicht dazu. Es sind Marbula und Ledibar. Marbula und Ledibar. Naja, Ledibar kenne ich schon, aber. Ja, Ja, es jetzt ist nicht da. die noch nicht hier getroffen worden. Oh. Das. Ledibar mag ich auch. Oh, ein Parasheiler. Halt nur Paras. Was ist sein Lieblingssport? Paraglider? Fliegen, Dings? Kennst du Paras Normal Activity? Da stelle ich mir so vor, so ein Paras, was so in einem Unterhemd mit einer Fernbedienung auf der Couch sitzt. Paras Normal Activity. Ja. Kann ja mal einer malen, wenn ihr das seht. Einfach einen Link in die Comments posten. Paras Normal Activity. Okay, was ist das da? Die Entwicklung ist übrigens bei Scientology. Parasekte. Hey Hildegard, mein Brautz. Mein Rabautz und ich sind bereit. Zu. Wahoo! Bom 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 bahu! Und seine tollkühne Crew, ja. Was, weißt du etwa nicht Bescheid? Da seid ihr ja. Was geht denn hier vor sich? Piu! Nichts Geringeres als ein ausgelassener Schlagabtausch zwischen Pokémon, die ihre besten Attacken zur Schau stellen. Denn der Höhepunkt unseres Festes zu Ehren von Kapuriki wird ein Pokémon-Kampf sein. Also werdet ihr eure Pokémon gegeneinander kämpfen lassen? Ich mag es eigentlich nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Eure Pokémon sind mir scheißegal. Weiter.